Liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters, der eine oder andere wird sich höchstwahrscheinlich schon gefragt haben, was steckt hinter dem Namen Guntex? Und wie man sieht, gibt es in Zusammenarbeit mit Strasser und DD Optics eine neue Firma. Neben mir steht Ferdinand und der wird euch jetzt kurz mal erzählen, was der Hintergrund ist. Ja, genau. Servus zusammen. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit dazu entschlossen, durch einige Gespräche auch mit Matthias Strasser den Vertrieb für Strasser in Deutschland zu übernehmen. Und daher haben wir die Firma Guntex gegründet, die sich jetzt darauf spezialisiert hat, Strasser-Waffen und den Fox-Schalldämpfer den Händlern näher zu bringen. Genau, das ist der Schalldämpfer auch noch mit dazu. Ja. Das ist ein relativ cooles Teil. 255 Gramm mit Gewinde, was du beliebig wechseln kannst. Mündungsbremse, die verhindert den Hochschlag. Das kann aber jeder Endkunde dann tatsächlich doch mal bei seinem Händler fragen, weil ja, die Händler, die sind echt mega froh drum, dass es sowas gibt und die bestellen da auch ganz fleißig. Und Strasser ist halt einfach auch ein Produkt, wo ich sage, jedes Schräubchen kommt hier aus Eugendorf. Es ist made in Austria, das ist eine coole Waffe, die muss man den Leuten einfach auch näher bringen. Und ja, ich bin halt sehr überzeugt davon, von den Produkten. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Vertriebsfirma zu gründen, eben die Guntex hier, Jagd- und Sportwaffen. Und da wollen wir es natürlich in den Handel Strasser und Fox-Schalldämpfer integrieren. Genau. Und dass Ferdinand kein Blödsinn erzählt, kann ich euch nämlich persönlich beweisen. Denn du hast mir nicht ohne Grund letztes Jahr deine Strasser mal ganz für genau eine Woche genau zum Jagen gegeben. Und was genau mir dabei aufgefallen ist, ist halt einfach der Verschluss, der läuft wirklich butterweich. Und ich glaube, in der Kombination wird das höchstwahrscheinlich für den einen oder anderen sehr interessant absolut sein, zumindest erstmal ein Auge drauf zu werfen. Ja, es sind gerade Subrepetierer, vor allem ja, Long-Range-Bereich, jagdlicher Bereich, Sportschießen, das ist alles einfach möglich. Ja. Du hattest ja letztes Jahr von mir hier diese RS 700 mit ja, meinem PSE-Schaft drauf. Ja. Wir hatten dir mit der DDMP-Optik von DD Optics das Glas, die Waffe zusammengestellt und ich habe mitgekriegt, du warst da sehr zufrieden. Und ich denke mal, wenn man das den Menschen so näher bringt, dass dann viele andere Menschen auch sehr zufrieden sein werden. Ja. Na, zumal, es kam ja noch dazu, ich habe ja die ganze Woche mehr oder weniger ohne Vorsatz auch nachts gejagt. Genau. Ich habe einfach mal geguckt, wie lange kann ich eigentlich mit einem DD Optics Glas draußen sitzen. Und gut, da war nun halt einfach auch die Mondphase sehr gut. Also, aber man hätte damit halt einfach auch um 23.30 Uhr noch eine Sau strecken können. Klar. War also durchaus möglich. Und was mir bei der Waffe sehr gut gefallen hat, ist halt einfach, ich weiß nicht, kriegen wir sie noch mal schnell runter? Oder musst du sie abschrauben? Alle Fälle schnell runter. Nee, wir können ja das zumindest noch mal kurz zeigen, wie das mit dem Verschluss funktioniert. Denn das ist eine kleine Besonderheit bei der Strasser. Oh, da kriegen wir ihn vorne nicht raus. Ja, aber da muss man eine andere nehmen, das ist ja auch kein Problem. Okay. Wenn der Schalldämpfer dran hängt. Wir nehmen einfach, das, ist jetzt, das war jetzt so eine, wie du hattest, die RS 700. Ja. Wir nehmen jetzt einfach hier mal die RS 14 Evolution. Ja. Da ist das neue Glas übrigens noch drauf von DD Optics, die V10. 1,5. Das läuft übrigens wie geschnitten Brot. Ja, übel. Genau. Und man hört es schon. Es hört, du hast halt hier den großen Vorteil, diese Waffe ist mehrfach kombinierbar. Also ja, du hast zigtausend Möglichkeiten, diese Waffe zu kombinieren. Anderen Abzug, Verschluss kannst du von rechts auf links wechseln, bei dem 700er System beispielsweise. Und du machst dann innerhalb von einer Minute mal ganz fix einen Laufwechsel. Ja. Und wenn du in der Kalibergruppe bleibst, dann brauchst du nicht mal Verschlusskopf oder Magazin dann wechseln, weil alles dann mit dabei ist. Ja. Und ich finde das System sensationell gut. Das ist eine solide Waffe. Mhm. Strasser baut da wirklich nach seinen eigenen Vorstellungen ein Produkt zusammen, wo er voll und ganz dahinter steht. Und okay, das finde ich cool. Kleine Manufaktur, die weiß einfach, was sie macht. Und mir gefällt es. Und deswegen haben wir gesagt, da machen wir mit. Okay, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach im Internet unter genau dem Suchbegriff Guntex. Da findet ihr alle Informationen, die ihr haben wollt. Und ihr findet natürlich bei Alpha Hunters, Alpha Shooters sicherlich den einen oder zum Beispiel meinen Artikel aus dem letzten Jahr. Da kann man ja auch mal dran rangucken. Der war auch sensationell. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle für dieses Lob. Und wie ich immer am Ende unseres Videos sage, es kann nicht schaden, unseren Kanal zu abonnieren. Bleibt ihr nämlich immer auf dem Laufenden. Also macht absolut das mal. Absolut. Lasst ein Like da und schreibt auch gerne mal eure Meinung zu diesem neuen Glas, genau, zu der Strasser und möglicherweise auch zu Guntex rein.